Hallo liebe Leute, jetzt ist wieder Monika Donner zu Gast und wir wollen weitermachen, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Da ging es um den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg und darum, wie Stalin und Hitler aufgebaut wurden gegeneinander. Warum war es so, dass Hitler alles gewährt wurde scheinbar von den Alliierten eine Zeit lang? Ja, zumindest bis 38, ne? Ganz klar, um die deutsche Bestie zum Erwachen zu bringen. Also es wurde ja gefördert, wie wir beschrieben haben, auf politischer, ideologischer, wirtschaftlicher, teilweise militärischer Ebene, dass überhaupt dieses Nazi-Gesindel zur Macht kam. Geputscht natürlich über den Reichstagsbrand, wo ja behauptet wird, Marinus von der Lupe, ein Holländer, zu 80% blind, hätte alleine mit einem Pullover, der nicht mal brannte, in 10 Minuten einen 500 Quadratmeter Eichensaal so entflammt, dass ein Backdraft entstanden ist. Das sagen damals wie heute die Feuerwehrsachverständigen, dass das unmöglich ist, ist klar. Es war ein SA-Trupp, der über die Reichstagspräsidentenkanzlei hier unterirdisch eingeschleust wurde, mit Brandbeschleunigern vorgearbeitet, um Hitler die Möglichkeit zu geben, zu putschen. Ja, das ist einmal die politische Geschichte. Und aus dem Grund, bevor wir überhaupt einmal fragen, wie wurde dann Hitler gefördert im Krieg, möchte ich noch kurz einbauen, zu behaupten, Hitler sei von den Deutschen zur Macht gewählt worden, ist völliger Blödsinn. Die NSDAP hatte nicht die Hälfte der Stimmen. Ja, nicht einmal in der stärksten Repression. Und der wirtschaftliche Aufschwung war auch nicht den Nazis zu verdanken, sondern wie man aus vielen Archiven weiß inzwischen und von Wirtschaftsexperten, die das nachgeforscht haben, die Wirtschaft ist aufgrund der alten Strukturen aus der Weimarer Republik, die noch vorhanden waren, wieder ins Laufen gekommen, nur die Nazis haben es für sich verbucht. Das war Propaganda. Hitler hätte hier alles zum Besten gemacht. Und natürlich einige gute Sachen hat er gemacht, dann auch noch nicht. Im Wissen oder im Glauben, dass er von Amerika, also USA und Großbritannien immer die Stütze finden wird. Er hat an einen rassischen Zusammenhalt geglaubt. Und dieser Glaube an den rassischen Zusammenhalt, der wurde gefördert. Und auch sein Judenhass, der bekanntlich erst ab 1919 eingesetzt ist, also alles, was er in Mein Kampf geschrieben hat, dass er immer schon Judenhasser war, stimmt nicht. Auch das hängt wieder mit dem Ersten Weltkrieg zusammen. Da muss ich nur kurz zurückgehen. Es ist nachgewiesen von Historikern in Österreich und aber auch in Deutschland, dass Hitler sogar bis 1919 Bataillonsersatzrat war. Ja, das heißt in der Räterepublik. Er war im Prinzip zumindest nach außen hin bolschewistisch gesinnt. Er war ja vom Typ her eher Künstler, arbeitsscheu, links, aber ein Kriegsheld. Erwiesenermaßen war ein Kriegsheld, da hat er seine erste Heimat gefunden. Aber sein Judenhass kam erst 1919. Warum? Weil er daran glaubte, dass die Juden am Ersten Weltkrieg schuld seien. Was ja erwiesenermaßen falsch ist. Nachgewiesen im Krieg der Weltherrschaft Band 1. So, genug. Erster Weltkrieg. Jetzt wird dieser Hitler dann Judenhasser, nicht nur, weil er glaubt, dass die Juden am Ersten Weltkrieg schuld sind, sondern auch, dass sie alleine an der bolschewistischen sogenannten Revolution in Russland schuld sind. Und auch hier haben die Angloamerikaner die Ideologie der Nazis gefördert, indem zum Beispiel Typen wie Churchill ganz offen über die Medien kommuniziert haben, ihr bösen Juden da in Russland, du, so geht das nicht, ja. Obwohl befeuert von Angloamerikanern, hier wieder auf den Sündenbock die Juden geschoben, und es ist ja nachgewiesen, ja, Juden waren überproportional in den Führungspositionen, aber auf allen Ebenen unterm Strich haben die Juden genauso für an der bolschewistischen Pseudorevolution, also am Putsch, teilgehabt, wie alle anderen Religionsangehörigen auch. So, damit Kapitel abgeschlossen. Also Hitler wird zum Judenhasser hauptsächlich durch angloamerikanische Verschuldung. So, jetzt wird Hitler ab 1933 die auch. Ganz kurz, wie durch angloamerikanische Verschuldung. Also, wie kann man sich Naja, das vorstellen? Wie war der? der Erste Weltkrieg ist angloamerikanisch verschuldet. Ach so, ja. Nachgewiesen, ja. Und diese Verschuldung haben Angloamerikaner den Juden in die Schuhe geschoben. Und haben Hitler auch noch im Glauben lassen und befeuert von britischer Seite, Churchill zum Beispiel und auch andere, dass Juden auch am Bolschewismus schuld sind. Und die Nationalsozialisten haben sich ja teilweise zu Recht
als Bollwerk gegen den verbrecherischen Bolschewismus verstanden. Also ein Verbrecherregime als Abwehr gegen das andere Verbrecherregime. Also, und Russisch, die russische bolschewistische Revolution, die sogenannte, also der Staatsputsch, der Militärputsch ab 1917, war ja, wie gesagt, auch angloamerikanisch mitbefeuert. Und überhaupt erst. Aber ich glaube, dass sie den Juden so einfach in die Schuhe schieben, dass er das glaubt. Ja, Churchill hat behauptet, das sei ein jüdischer Aufstand gewesen, ein hauptsächlich von Juden geführter Aufstand in Russland gewesen, der zur UdSSR geführt hat. Und Hitler hat daran geglaubt. Also Hitler hat den Engländern geglaubt. Aber eigentlich müsste doch, also da hat sich sozusagen diese Erkenntnis, hat sich eines Mythos bedient, der ja seit dem Mittelalter vorherrscht. Die Juden haben ja im Mittelalter einen Blödsinn in die Schuhe geschoben, wie sie hätten die Brunnen vergiftet und deswegen gäbe es die Pest. Ja, also das ist eine christliche Untugend, diese antijüdische Haltung, die ja schon im Neuen Testament drinnen steht. Die Juden seien, gerade ausgerechnet die jüdische Bevölkerung, sei dafür verantwortlich, dass dass Jesus, dieser freiheitsliebende Rebell, ans Kreuz geschlagen wurde. Das waren die Römer. Und die Römer haben ja die Bibel überarbeitet und die Schriften verfälscht. Und natürlich haben die Römer schon das den Juden in die Schuhe geschoben. Christlich fortgesetzt im Mittelalter bis zur Neuzeit sind die Mythen, dass die Juden an allem schuld sind. Das ist völliger Irrsinn. Also der Begründer der christlichen Religion war ein Jude, und zwar ein rebellischer Jude. Das ist Realität. Jesus war kein Christ. Das heißt, man kann sagen, da waren so Ansätze vorhanden. Ja. Dieser Judenhass, der war so vielleicht so latent, so ein bisschen vorhanden. Ja. Genau. Und dann wurde das noch befeuert durch die, das heißt, dann haben die, kann man das so sagen, dass die Engländer dann das noch verbreitet haben, irgendwie diese Juden, diesen Judenhass, dass sie den vielleicht für die Kriegen insgeheim so ein bisschen befördert haben. Ja. Und dass der, also die Engländer haben dann den Judenhass befördert, um von sich selbst abzulenken. Oder ja. Wie kann man sie haben den Sündenbock bereits mit aufgebaut. Weil ihnen klar war, die Deutschen werden fragen, wer ist denn schuld hinterm Ersten Weltkrieg? Und es wird oftmals behauptet, die Balfour-Erklärung, also die 1917, es sei praktisch den Franzosen mit anzudichten, dass die Zionisten sie unter der Kontrolle gehabt haben, weil die Zionisten die große Weltverschwörung plant haben. Nein, die Zionisten haben sich berechtigterweise einen neuen Staat gesucht und leider völlig ignoriert, dass bereits um die 600.000 Palästinenser dort gelebt haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Faktum ist, dass ab 1917 britische Geostrategen gesagt haben, und das hat ja ein Jude, ich glaube, ich habe es im ersten Teil erwähnt, ein jüdischer Historiker nachgewiesen, dass angloamerikanische Geostrategen gesagt haben, wir setzen einen jüdischen Spaltkeil in den Nahen Osten. Man muss sich mal die Denkweise geben, also zu vergegenwärtigen. Wir setzen einen jüdischen Spaltkeil in den Nahen Osten, und wenn es das jüdische Leid nicht gäbe, müsste man es erfinden. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Das beweist ein jüdischer Historiker anhand von angloamerikanischen Planungsdokumenten. Und daher liegt absolut nahe, dass die Verbreitung von Mythen in den angloamerikanischen Medien, dass die russische Revolution hauptsächlich jüdisch geführt sei, dass das auch mit dieser Absicht passiert, dass die Deutschen, in dem Fall die geschädigten Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg und Versailles, jetzt einen Sündenbock suchen. Und wer hält her? Der bereits mittelalterlich aufgebaute Feind, Pseudo-Feind, wie ich meine, ja, also der Sündenbock, generell das Judentum. Im Wissen, dass rund 110.000 Juden, deutsch-nationalgesinnte Juden, tapfer gekämpft haben im Ersten Weltkrieg. Der Hauptmann, der Offizier, der Hitler das Eiserne Kreuz übergeben hat oder überhaupt bewirkt hat, dass Hitler das Eiserne Kreuz gekriegt hat, auf das er ja sehr stolz war, das er bis zum Schluss getragen hat, das war ein Jude. Also Hitler hatte keinen Grund, einen Judenhass zu haben bis 1919. Der wurde bewusst mit aufgebaut. Und ab 1923, das habe ich in britischen Archiven, in Kew, sind die National Archives, gefunden mit meiner Frau, der Jasmin. Dort haben wir uns die Akten bereits vorsortieren lassen, bevor wir hinkommen sind. Da kriegst du auf den Tisch ein großes Gestell, da darfst du deinen eigenen Fotoapparat einspannen. Da haben wir tausende Dokumente fotografiert und zu Hause ausgewertet, ja, die wichtigsten.
kannst du nicht alles genau an Ort und Stelle lesen. Und es gibt ein Dokument aus 1923, bereits vor dem gescheiterten Putsch, ein Dokument des MI6, des britischen Geheimdienstes. Da haben sie den Hitler gescreent. Und sie wussten, was der redet. Judenhass und Russophobie. Das heißt, aus angloamerikanischer Sicht, das perfekte Spaltungswerkzeug in Europa war Hitler, weil er die Schuld bei den Juden nachweislich gesucht hat und auch noch Gebietserweiterung in Russland verlangt hat. Das steht eindeutig auch in meinem Kampf, ab 1924, 25 geschrieben, steht das drinnen, dass die Gebietshoheit über russisches Territorium zu erlangen mit dem Schwert in der Hand. Also deutlicher kann man es nicht schreiben. So. Und dieser Hitler wurde vom MI6 gescreent, schon 1923, und da haben sie seine Reden analysiert und gesagt, ja, er ist ein sehr fanatischer, aber auch sehr rationaler Redner, und daher haben sie ihn auch unterstützt. Verstehst du? Das heißt, sie haben, so wie Saddam Hussein, einen aufgebaut, der genau das tun wird, wonach viele Deutsche gehungert haben. Sogar die Kommunisten haben gefordert, die Gebiete, die Deutschland unrechtmäßig weggenommen, amputiert wurden, zurückzuerobern. Den haben sie aufgebaut. Und jetzt sind wir beim Punkt. Ab 1933 wurde zugelassen, dass Deutschland aufrüstet. Und hier sage ich, hier hat Deutschland völlig legal aufgerüstet, denn die anderen waren ja bereits höher gerüstet. Deutschland war verpflichtet, ein Heer mit 100.000 maximal zu haben. Das ist eine bessere Feuerwehr. Nämlich keine Panzer, keine Raketen, keine Flugzeuge, keine Zerstörer und so weiter. Also beschränkt in allem und enteignet, materiell enteignet, mit von Kriegsgerät wurde den Deutschen entzogen. Das heißt, man hat den Stolz der deutschen Nation, das Heer, auf ein Minimum geschrumpft. Jetzt kommt Hitler und baut es wieder auf und man schaut ihm zu bei seinen Rückeroberungen bis 1938. Und bis 1938 gab es einige Artikel in den deutschen Medien, da stand, Hitler is the man of the year. Churchill hat gesagt, wenn wir in der Situation Deutschlands hätten, müssten wir uns einen Hitler wünschen hier in Großbritannien. Also einen Hitler, der Juden vernichten will, wünscht sich Großbritannien, der Premierminister, so wie es schon stand, also der spätere Premierminister, so wie es in meinem Kampf stand, da steht, schreibt Hitler sinngemäß, ich bin vom Allerhöchsten dazu auserkoren, die Juden vom Erdball zu fegen. Im Gegensatz zu den vielen Deutschen, die ja etwas lesefaul sind, hat man in London und Washington Mein Kampf sehr genau gelesen. Also hat man dafür gesorgt, dass genau dieser verbrecherische Geist, dieser verwirrte Geist, der nicht die Spalter richtig in den Angloamerikanern erkannt hat, sondern sich des religiös verklärten, verbrecherischen Judenhasses, der schon im Mittelalter bestand, bedient und auch noch gegen Russland ziehen will, der wird total unterstützt. Und erst im finalen Schritt, wo es um Polen geht, erst im finalen Schritt wird dann dem Deutschen Reich der Krieg erklärt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der deutsch-polnische Krieg hätte regional bleiben können. Dass es zum Weltkrieg kam, ist angloamerikanisches Verschulden, angloamerikanische Verantwortung. Denn die Briten haben mit der Rückendeckung von den USA dem deutschen Dritten Reich in dem Fall den Krieg erklärt und vorher Polen die Hilfe zugesagt, die nie gekommen ist, aber nicht der UdSSR. Und heute fragen sie noch Historiker, keine Ahnung von der Balance of Power Strategie natürlich. Warum hat Großbritannien nicht auch der UdSSR den Krieg erklärt? Die haben sich ja die Osthälfte von Polen unter den Nagel gerissen. Wir wissen ja, Deutschland kämpft, prescht vor bis zur Mitte von Polen und die Russen kommen von der anderen Seite und da gab es ja den Stalin-Hitler-Pakt. Was viele nicht wissen, es gab auch bereits den Stalin-Churchill-Pakt. Und der hat einen Mehrfrontenkrieg gegen das deutsche Kaiserreich, so gehen wir, gegen das deutsche Dritte Reich, gegen das Hitler-Deutschland vorgesehen. Und in genau der Reihenfolge, wie dieser Pakt es vorgesehen hat, den Mehrfrontenkrieg zu führen, ist auch Hitler tatsächlich vorgegangen, um diesen Mehrfrontenkrieg abzuwehren. Das soll jetzt nichts rechtfertigen, schon gar nicht Kriegsverbrechen. Aber eins ist klar, Hitler war kein Feldherr. Er hat sich schon als Feldherr ausgegeben, hat auch einige Erfolge errungen, aber er hat weder Generalstabs- noch Offiziersausbildung, gar nichts, ein böhmischer Gefreiter. Ja.
dass sie einfach einen Größenwahn gehabt hat und nachweislich, ärztlich bestätigt drogensüchtig war. Ich habe da jetzt ja so ein Buch gelesen von einem Armeegeneral, der die Protokolle im Jahr 1939 zwischen Deutschland und England, der das dargestellt hat. Da kommt auch eindeutig raus, dass der die Deutschen, also dass Hitler, also bis zum Ende unbedingt mit England keinen Krieg wollte. Und dass sogar der Daily Telegraph ein deutsches Kompromissangebot den Lesern verheimlicht hat. Also da wurde diese Abendausgabe von dem Daily Telegraph, wo dieses Kompromissangebot der Deutschen abgedruckt war, wurde von der Regierung beschlagnahmt und dann kam eine Nachtausgabe und da war es dann nicht mehr drin. Genau. Also was ich beim Ersten Weltkrieg gemacht habe, hat Gerd Schulze-Ronow perfekt im Buch 1939 auch anhand der diplomatischen Dokumente und auch aufgrund der militärstrategischen Logik so dargestellt, wie es war. Ja, ganz, ganz einfach. Da brauchst du dann Soldaten und im Idealfall einen Juristen dazu. Ich bin beides, beziehungsweise ich war Offizier und bin eben auch Juristin und strategische Analytikerin. Da sind Historiker überfordert damit. Ja. Die haben ja ein Problem damit, die Balance of Power Strategie zu verstehen. Aber das darf man den Historikern nicht vorwerfen, weil sie einfach da nicht geschult sind. Was man ihnen vorwerfen kann, ist die Ignoranz gegenüber echten Experten wie Schulze-Ronow und anderen. Ja. Aber auch Hitler wusste natürlich nichts von der britischen Balance of Power Strategie. Wo soll es denn der böhmische Gefreite herhaben? Und drum hat er auch bis zum April 45 gehofft auf den rassischen Zusammenhalt zwischen USA, England und Deutschland. Völlig verrückt, weil nicht verstehend die angloamerikanische Spaltungsstrategie, die ja vorsah, das deutsche Reich zu vernichten. Und wenn man dann weiß, dass unmittelbar nach dem Krieg sofort das deutsche Feindbild ersetzt wurde durch ein russisches Feindbild, ja, dann ist evident, dass die Balance of Power Strategie, nämlich Deutschland und Russland immer in Feindschaft zu halten und immer ein Feindbild zu befeuern und gegeneinander aufzuwiegeln, vom Ersten Weltkrieg bis zum heutigen Tag durchexerziert wird. Wer das nicht sehen will, ist ignorant, dumm und wie gesagt entweder drogensüchtig oder realitätsfremd und wie so viele Menschen leider, wie man so schön sagt, die vorhersehbarste menschliche Reaktion ist die Verleugnung. Ist das Ausblenden der Realität, weil man es einfach nicht wahrhaben will. Die Wahrheit ist zu wahr, um schön zu sein für viele. Aber es ist ein Faktum. Und ich finde, die Wahrheit macht frei. Wir brauchen uns nicht schämen für unsere Altvorderen. Für die Verbrechertaten der Nazis sehr wohl. Also davon möchte ich niemanden freisprechen. Kann ich auch nicht. Ihr Bennett klebt damals. Aber dass ein Hitler Deutschland kam, war so gut wie vorprogrammiert. Und wenn er nicht Hitler geheißen hätte, hätte er von mir aus Huber, Müller oder sonst irgendwas geheißen. Es ist ja so, dass man eigentlich jetzt ja gar nichts mehr richtig glauben kann, weil natürlich dann vielleicht nicht direkt gelogen wird, oder es wird vielleicht auch gelogen, aber dass die wichtigen Dinge einem vorenthalten bleiben. Was ist denn deine Meinung zur Dolchstoßlegende? Da habe ich keine Meinung, ich habe eine Expertise. Meinungen interessieren mich nicht. Genau, dein Wissen. Ja, ich wollte mir jetzt nicht wichtig machen, aber ich betone nur gerne, über Meinungen kann man streiten. Wir können uns streiten, ob dir mein lila Shirt gefällt oder nicht. Das ist eine Geschmackssache. Die Dolchstoßlegende, die die Deutschen verbreitet haben, ist absoluter Schwachsinn und mitverbrochen von einem deutschen General, von Ludendorff. Ja? Weil diejenigen, die gesagt haben und richtig beurteilt haben, dass die Front, dass das gestoppt werden muss durch den Kriegseintritt der USA, eine strategische Reserve, ein Waffenpotenzial, frische Soldaten, frische Kriegskräfte, war klar, dass hier, nachdem die Ostfront praktisch fast wegfiel mit der UdSSR, mit dem Kriegseintritt der USA, war klar, dieser Krieg kann aus deutscher Sicht, schon aus mathematischer Sicht, nicht mehr lang geführt und schon gar nicht gewonnen werden. Deswegen hat der deutsche Generalstab gefordert Waffenstillstandsverhandlungen. Das hat der deutsche Generalstab richtig beurteilt und im Nachgang dann der Politik und insbesondere Juden in die Schuhe geschoben. Und das ist eine völlige Frechheit, weil nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der Generalstab hat jetzt was richtig erkannt und wollte nachher nicht zugeben,
dass er es selbst richtig beurteilt hat und dass die deutsche Wehrmacht nicht in der Lage war, das Land zu schützen. Es ist ja keine Schmach. 4 Jahre lang haben unsere Altvorderen alle Fronten so gesichert, dass es nicht einmal eine Gebietsverletzung auf unserem Terrain gab. Unsere Soldaten standen in anderen Ländern präemptiv verteidigend. Man verteidigt ja nicht im Landesinneren, sondern dort, wo es dem Gegner wehtut, und das ist im Grenzgebiet und darüber ein bisschen hinaus. Genauso ist auch das stattgefunden. Also die Dolchstoßlegende an sich ist Schwachsinn, das ist nachgewiesen. Es gibt schon eine Dolchstoßlegende. Also der wahre Dolchstoß ist, dass dem deutschen Kaiserreich ein Dolch in den Rücken gerammt wurde von angloamerikanischen Kriegstreibern, von Franzosen, von Russen, russischen Diplomaten, also von den sogenannten Alliierten. Dann wurde denn das erste Opfer des Nationalsozialismus wurde so dargebracht, dass es die Deutschen waren. Es waren deutsche Juden, es war die deutsche Bevölkerung, die ja, wie gesagt, Hitler nicht gewählt hatte. Sie kam nicht einmal 50% hat die NSDAP bekommen, selbst in der größten Krise nicht. Sie haben einen Putsch braucht im Rahmen des Reichstagsbrandes nachgewiesen, ja, weil es ja technisch gar nicht möglich war, dass das die Kommunisten gewesen sein sollen. Und es war auch nicht der Marinus van der Lucke, es war erwiesenermaßen Nazi konzertiert, um einen Vorwand zu haben, die Bevölkerung zu entrechten. Und damit ist klar, man sieht es ja auch an den Mitgliedschaften in der NSDAP, die wenigsten Deutschen waren überhaupt Mitglieder in dieser Verbrecherpartei. Und somit war das erste Opfer des Nationalsozialismus das deutsche Volk. Das ist der zweite Dolchstoß, der auch mit der Urschuld am Urverbrechen Erster Weltkrieg angloamerikanisch ist, ist ganz klar, das ist der zweite Dolchstoß gegenüber der deutschen Bevölkerung. Einen jüdischen Dolchstoß gibt es nicht. Ja, es gibt keinen. Ich wollte auf was anderes raus, und zwar, ich bin ja leider, kenne ich mich da nicht gut aus, muss ich mich jetzt dringend mehr einlesen. Aber Hans-Jörg Müller, soweit ich mich das erinnere, der hatte das erzählt in der vergangenen Sendung, dass also der amerikanische Präsident Wilson Deutschen also gelockt hat zum Waffenstillstand mit Versprechungen, die er nachher nicht eingehalten hat. Ja, das ist absolut richtig. Das ist auch nachgewiesen in Wilsons Punkteprogramm. Ja? Da steht ja auch zum Beispiel drinnen, die Amerikaner, ausgerechnet die Amerikaner, kommen gegenüber dem Vorbild im Verhältnis zu Großbritannien und USA, jedenfalls vorbildlich im Deutschen Kaiserreich, sie kommen, um Frieden und Demokratie zu bringen. In einer Nation, wo Schwule, Lesben, Transgender schlimmer verfolgt wurden als überall anders auf der Welt, wo dunkelhäutige Menschen als Sklaven gehalten wurden, wo Indianer, sogenannte, also Indigene, die Natives, die First Nation Nordamerikas, die indigene Bevölkerung in KZs, so bezeichnen sie es, ja, in so, Konzentrationslager ähnlichen Camps gehalten wurden. Von dieser Nation kommt man, um dem vorbildlichen deutschen Kaiserreich Demokratie beizubringen. Na, das ist ja nicht Lauch. Ja. Das ist ja Witz. Das ist ein Treppenwitz der Geschichte. Und Wilsons Programm sah auch vor den polnischen Spaltkeil, den ich schon erwähnt habe. Ja. Das heißt, hier war schon mit angelegt der Keim für den nächsten Krieg, nämlich den Zweiten Weltkrieg. Das war Wilsons Programm. Ja, das war ja auch so, dass das anscheinend da viele polnische Kriegsverbrechen zwischen 18 und 39 sozusagen bei uns in den Geschichtsbüchern nicht so richtig berücksichtigt werden. Und dass das jetzt sozusagen ein permanenter Brandherd war, wo sozusagen jetzt so dargestellt wird, Hitler wollte Polen überfallen, aber dass diese Spannungen auch, dass die, soweit ich das jetzt verstanden habe, daher gerührt haben, dass die Polen so einen überbordenden Nationalismus hatten, nachdem sie geteilt wurden, sich nach ihrer alten Größe vor 1775 gesehen haben, nach ihrem polnischen Großreich und dann sehr aggressiv aufgetreten sind, kann man sagen. Jetzt, wo Deutschland den Krieg verloren hat, dann Massaker an Deutschen stattgefunden haben und so weiter und so fort. Haben, nachweislich, ja. Wo Deutsche an Kirchentüren festgenagelt wurden, deutsche Minderheiten unterdrückt wurden. Das ist sogar von polnischer Seite perfekt dokumentiert, dass die vormals deutschen Gebiete, dort die deutsche Bevölkerung drangsaliert wurde, extrem. Hier musste Hitler praktisch einschreiten, aber man muss schon berücksichtigen, dass Hitler ja die Rückeroberung der von Versailles zu Unrecht abgetretenen Gebiete sowieso vorhatte. Das heißt, hier das nützliche
mit dem Unvermeidbaren zu verbinden, ist ja logisch. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das alles von Polen provoziert war. Polen hat den Anlass gegeben für das, was Hitler ohnehin wollte. Also wer das ausblendet, erst recht die wie ich meine, verrückten Neonazis, ja, die sollen einmal meinen Kampf lesen und ihren vermeintlichen Führer mal hinterfragen, was der da alles geschrieben hat und warum das wie entstanden ist. Das ist ja wichtig zu verstehen. Und wenn wir noch gesprochen haben von der Begünstigung überhaupt des Krieges, also Hitler an sich hatte ja vor, die Osterweiterung bis ins russische Gebiet hinein, ja, Ukraine war im Handstreich zu nehmen, sozusagen, aus seiner Sicht. Und er hat, wie gesagt, bis zum Schluss dran glaubt, dass es einen rassischen Zusammenhalt mit England und den USA geben wird. Und ja, das, wie du zuerst erwähnt hast, wie es ja auch bei Schulze-Ronhoff drinnen steht und aus Zeitungen herauslesbar ist, wie es der Hans Jörger auch richtig sagt, das Deutsche Reich wollte natürlich Frieden mit England. Warum? Um den Rücken frei zu haben gegen den Osten. Na nicht. Ja? Aber hier muss man auch wissen, dass der Hitler wollte nicht nur Gebiete im Osten, sondern der Bolschewismus wollte sich auch in Deutschland noch breiter machen und hatte bereits seine Aufmarschpläne. Und wer das nicht wahrhaben soll, bitte von Dr. Schwippers, ein Generalmajor AD der NVA, also Nationalen Volksarmee, alles andere als nationalsozialistisch potenziell, ja, also ein NVA-Generalstabsoffizier hat das nachgewiesen auf Punkt und Strich, dass Russland, die Sowjetunion, bereitstand zum Angriff gegen Deutschland 1941. Ja? Also die Operation Barbarossa war nichts anderes, als den Russen zuvorzukommen. Und die deutschen Erfolge waren deswegen so groß, weil sie in den russischen Aufmarsch hineingefahren sind. Die waren ja schon bereit, bis nach Berlin vorzurücken mit ihren Truppen. Also da kann man sich beim Professor Dr. Magenheimer nachschauen. Der war an der Landesverteidigungsakademie in Wien, hat er gelehrt, ja. Der hat die Karte aufgrund der Truppenkonstellationen, Verhältnis fast 2:1 Russland gegen Deutschland, klassische Angriffssituation, dargestellt. Da ist der östliche Teil in Russland, alles ist rot mit Truppen und eher klein massiert die deutschen Kräfte. Die sind viel später gekommen. Der Aufmarsch, der russische, ist über Monate erfolgt, die Truppenkonzentrierung an den polnischen beziehungsweise auch an den ostdeutschen Gebieten war beispiellos zu dieser Zeit. Die Panzer hatten nur Karten, wie es weitergeht in Richtung Westen. Sie waren schon umgerüstet für den Treibstoff im Westen. Und die Artillerie ist ganz vorn gestanden. Das ist eine klassische Ausgangsposition, bevor man angreift. Die Artillerie ist ja immer hinten. Die Artillerie ist deswegen vorn schon gestanden, weil sie langsamer ist, damit die Kampfpanzer vorfahren können, die russischen. Also alles, es ist auf Punkt und Strich nachgewiesen, insbesondere der Stationierung von Luftstreitkräften, war ganz klar, die Sowjetunion hatte vor, mit der Roten Armee Deutschland einzunehmen, weil die Russen haben gesagt, also Stalin hat gesagt, der Bolschewismus von einem Land aus und der Hitler hat gesagt, der Nationalsozialismus von einem Land aus. Beide hatten vor, sich hier in die Haare zu fallen und damit war das die perfekte Situation aus Sicht der angloamerikanischen Teiler und Herrscher, hier praktisch zu einer Synthese zu führen, indem die beiden aufeinanderprallen und rauskommt dann die Synthese und das war dann letztlich der Extremkapitalismus, den wir bis heute haben. Kann man vielleicht sagen, dass die Engländer, wenn man jetzt das Ergebnis anguckt vom Zweiten Weltkrieg, da sind die Engländer ja eigentlich auch Verlierer, weil sie waren vorher Weltmacht und nachher sind sie nicht mehr Weltmacht, sondern die USA ist die Weltmacht Nummer 1. Also kann man sagen, dass die Engländer irgendwie über den Tisch gezogen wurden von Amerikanern oder wie siehst du das? Nein. Die Frage ist mir schon gestellt worden und danke, dass du sie stellst, die Spitze, die Frage. Man muss wissen, dass es eine hochfinanzielle Verschränkung und auch eine wirtschaftliche und kulturelle Verschränkung zwischen USA einerseits und Großbritannien andererseits gibt. Auch auf Ebene der Wall Street und der City of London. Ja? Dort sitzen mächtige Drahtzieher. Und vor dem Ersten Weltkrieg, ab ungefähr 1895, stand ja, wie erwähnt, im ersten Teil in britischen Zeitungen Germania esse die Länder. Deutschland muss vernichtet werden. Da stand die angloamerikanische Globalisierungsklicke dahinter mit ihrem Mastermind, also Gründer. Das ist der Cecil Rhodes, ein Verbrecher, der aufgrund der Ausbeutung in Südafrika, Diamantenminen, Gold und so weiter,
ein Milliardär oder Millionär, sondern ein Milliardär wurde und auch Außenministerposten innehatte. Und der hat eine Geheimgesellschaft gegründet nach dem Muster des Jesuitenordens. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern seine Testamente, ich glaube inzwischen 8 an der Zahl, wurden gefunden. Da hat er das ganz klar gesagt, was er will. Die Weltherrschaft angloamerikanisch. Und seine Wortwahl war wie folgt. Also sinngemäß. Also in der Ausdrucksweise, in Kernaussagen richtig, aber ich kann es nicht wörtlich zitieren, also kann man dann eh im Buch nachschlagen, nämlich auch in diesem schon im Krieg der Weltherrschaft da hinten steht. Er hat gesagt, leider können wir die USA nicht mehr zu unserer Kolonie machen. Es war ja mal ein Koloniegebiet von Großbritannien. Ne? Aber wir können da, und wir wollen auch nicht die Kolonie der USA sein, aber wir können uns auf der hochfinanziellen, kulturell-politischen Ebene miteinander verbinden. Und die USA waren nichts anderes als die strategische Reserve von Großbritannien. Und die angloamerikanischen WASP, White Anglo-Saxon Protestants, die erwähnt wurden, denen ist wurscht, ob Großbritannien oder USA hier führend sind. Wichtig ist, dass es die eine der beiden Inselnationen, die sie ja sind, die Macht indirekt innehaben über die ganze Welt. Ja? Das heißt, sie sehen sich ja korrekterweise laut Sir Halford MacEnd, den haben wir auch im ersten Teil erwähnt, der Geostrategia britischer, sehen sie sich als Inselreiche, sowohl Großbritannien als auch Nordamerika. Weil weit geringer von der Landmasse und der Bevölkerungsanzahl und der Ressourcen als die Weltinsel, nämlich Europa, Asien und Afrika zusammen.